Willkommen bei BMW Today. Mein Name ist Joy und mit mir habe ich einmal das 2er Gran Coupé und den Flo, den Pressesprecher. Mal schauen, was wir heute rauskitzeln können. Hi Flo, servus, wie geht's dir? Sehr gut. Schönes Auto hast du dabei. Was ist das für eine Farbe? Melbourne Red. Gefällt mir richtig gut. Ich mag kleine, knallige, bunte Autos. Was ist so besonders an ihm? Das ist unser erstes Gran Coupé, was wir im Kompaktsegment jetzt anbieten. Das ist jetzt seit März im Markt, also brandneu. Und klar, wir haben ein paar bekannte große Brüder, 4er, 6er, 8er seit letztem Richtig. Jahr. Aber jetzt haben wir es im kleinen Segment auch. Richtig. Und die geraden Zahlen bei BMW stehen hier immer für emotionale Fahrzeuge. Das ist ein USP von dem Auto. Ist auf der Basis vom 1er? Ja, technische Basis ist die gleiche, okay. Aber zum Beispiel Karosserie, wir haben bis auf die Motorhaube komplett anderes Design, andere Teile, ein komplett eigenständiges Auto und ein echtes Gran Coupé. Also wenn du die Design dir anschaust, gibt es ganz, ganz viele Elemente, die du von höheren Gran Coupés kennst. Zum Beispiel, ja, rahmenlose Türen. Geil. Bin ich vier Türen an allen. Bin ich immer ein Fan gewesen von. Du kannst die Dachlinie ein bisschen runtersetzen, die ist auch niedriger als beim 1er. Mhm. Und man hat einen echt ziemlich cleanen Approach, gestrecktes Greenhouse. Okay. Hier ist ein senkrechter Hofmeisterknick, ja. Gibt echt nochmal Power auf die Hinterräder. Auf die Schultern, ne? Ja, genau. Macht das Auto so massiver. Ja. Und das Heck ist ein Sahnestück. Das Heck ist tatsächlich das beste Teil von dem Auto. Ich finde, diese neuen L-förmigen Rückleuchten sehen hammergeil aus. Ja, und sie sind super, super schmal. Richtig. Ja, und gehen sehr, sehr weit rein. Und dann sind die verbunden durch die Leiste. Kann ich die Leiste auch in einer anderen Farbe haben? Nee. Geht nicht? Nur in schwarz? Nee, die gibt es nur in schwarz. In schwarz? Den Spoiler hier, den kannst du in einer anderen Farbe haben, in Wagenfarbe. Okay. Aber das ist das jetzt Performance-Paket. Aha. Und das ist immer schwarz. Okay, geil. Für den 235i gibt es auch eben diese Endrohre in dieser Trapezform. Ja, wenn wir das Freiformblenden, haben wir nur in dem Topmodell. Im Interieur, wie viel mehr Platz habe ich als im 2er Coupé oder im Cabrio? Das ist ein Vorteil von der Frontantriebsarchitektur, ja. Eine ganze Menge. Du hast mehr Kofferraum, du hast mehr Kniefreiheit, mehr Kopffreiheit. Das ist ein vollwertiger Viertürer. Ordentlich. Richtig cool, was alles Infotainment angeht. Apple CarPlay geht? Ja, klar. Wir haben ja eigentlich alle digitalen Services, die du von oberen Baureihen kennst. Da profitiert der 2er wirklich davon, dass wir viele Techniken von oben runtergesetzt haben. Und das ist ein voll digitales Erlebnis. Okay. Habe ich auch die Möglichkeit, über den digitalen Schlüssel, also über den Digital Key, das Auto zu entsperren und versperren? Klar. Wir haben da ein paar Fragen aus der Community. Mal schauen, ob du alles weißt. Schieß los. Drei Highlights aus dem Interieur. Die Fahrorientierung, das digitale Erlebnis und vor allem der Platz. Ja, eine weitere Frage ist, 250 km/h, darauf ist der begrenzt. Warum? Das machen wir seit vielen, vielen Jahren und sollte eigentlich reichen, auch für dich. Okay. Und die letzte Frage, Normverbrauch. Definitiv unter 7 Liter, der Rest ist ganz abhängig von deinem Gasfuß. Was verbrauchst du? Kein Kommentar. Dann danke dir für deine Zeit, Flo. Sehr gerne. Und wir sehen uns das nächste Mal, ja? Ihr da draußen, fragt, liked und hoffentlich sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal.